Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele, ja, oder an die Seele deiner Kinder, Eltern, Nachbarn, Arbeitskollegen, Mann, du Allseelen, nennt, wie ihr es wollt, auf jeden Fall an eine andere Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Ja, wie ihr seht, ich bin gerade in einer wunderschönen Natur. Und dann kam mir der Gedanke, dass ich ein Video machen möchte, ein kurzes, und zwar über das Thema, was will das Leben von dir? Und zwar mal umgekehrt. Wir haben immer Wünsche. Also mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir, dass der Karl wiederkommt. Ach so, genau, für alle, die neu sind. Ich habe unten auch ein Video verlinkt über meine Süchte, die ich besiegt habe, über die Beziehung 18 Jahre und oft mit dem Karl, über einen kleinen Einblick über mein Leben. Ja, auch wie ich mich mit einer Seele verbinde, habe ich unten auch ein Video verlinkt, ein Live-Channeling. Auch das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, genau, für mich war immer wichtig, was ich mir wünsche vom Leben. Das kennt ihr bestimmt auch. Ich wünsche mir, dass Karl kommt früher. Ich wünsche mir eine glückliche Beziehung eben mit Karl. Ich wünsche mir, ja, was für Wünsche hat man denn so? Ach, irgendwann mal ein Häuschen. Ich wünsche mir, meine Berufung zu leben. Ich wünsche mir, glücklich zu sein. Ich wünsche mir, tolle Freunde zu haben. Ich wünsche, was gibt's noch? Ach, da gibt's so viel. Was habt ihr noch für Wünsche? Ja, das ist das, was wir uns wünschen. Letztendlich merke ich immer mehr, ist es so dieses 3D-Wunsch. Was wünsche ich? Kennt ihr bestimmt auch. Fragt euch mal, was ihr euch wünscht. Ihr wünscht euch, dass euer Gefühlsklärer die wahre Liebe kommt, dass ihr oder überhaupt einen anderen Herzensmann findet, dass eure Ehe besser läuft. Egal was. Habt ihr euch aber mal umgekehrt gefragt, was wünscht sich das Leben von dir? Hast du mal gefragt? Also ich bin ja immer mehr, Jesus ist ja mein Begleiter in mir, Gott. Und ich frage immer mehr, oder was heißt immer mehr? Für mich gibt es nur noch ihn zu fragen, Gott zu fragen, Jesus zu fragen. Wenn ihr einen anderen Glauben habt oder allgemein, fragt's Leben, liebes Leben. Liebes Leben, Leben, was wünschst du dir von mir? Was möchtest du von mir? Und spürt mal rein, was ihr für Antworten bekommt. Was wünscht? Ja, dreht's mal um. Was das Leben von euch möchte. Ich habe die Wünsche nicht mehr, dass dieses oder jenes gut sein muss, sondern ich habe es in Gottes Hand gelegt. Natürlich falle ich trotzdem immer wieder rein und merke, ach, ja, wäre das schön, wenn ich das und das hätte oder wenn das stabiler wäre oder wenn dies oder wenn jenes ist. Das ist das, was ich wünsche, mein Kopf sich wünscht. Aber ob es wirklich die Seele ist, macht mal den Test. Und übrigens, da eignen sich auch gut die Seelenbotschaften. Fragt mal eure Seele. Was wünschst du dir von mir? Nicht, wann kommt er oder ist er meine Dualseele? Fragt mal eure Seele oder auch seine Seele. Was könnt ihr auch fragen, was sich seine Seele wünscht? Mal unabhängig von euch. Wäre mal interessant. Und es ist dann auch dieses Bedingungslose, diese Selbstliebe, mal alles so abzugeben. Nicht, was ich mir wünsche, sondern was will das Leben von mir? Was will das Leben von mir? Frag mal. Liebes Leben zum Beispiel. Ja, lieber Gott, lieber Jesus, liebes Universum, liebe Engel. An das, was ihr glaubt, was willst du von mir? Fragt eure Seele. Kann ich auch machen. Interessant. Okay? So, jetzt kommt ein Auto. Ich muss ein bisschen auf die Seite.
Einen Moment. Ja. Genau. Und so möchte ich euch ins Wochenende schicken. Fragt mal das Leben, was es von euch möchte. Dieses 5D, weil alles andere ist für mich jetzt einfach kopfgesteuert. Ich wünsche mir. Wissen wir, was die Seele sich wünscht? Also mittlerweile kann ich das alles so abgeben. Lieber Jesus, ich will, dass dein Wille geschieht und nicht meiner. Und das ist spannend. Und dann immer wieder jeden Tag zu beobachten. Und ihr könnt es ja auch in dem sehen, was fließt, ist ja dann für euch. Alles, was fließt, was ihr wollt und ihr müsst nicht drum kämpfen, was zu euch kommt, das bekommt er ja vom Leben geschenkt. Das ist interessant. Was will das Leben von dir? Frage. Wie gesagt, kannst auch deine Seele fragen. Ich verbinde mich mit ihr. Mal schauen, was rauskommt. Okay? Fühl dich lieb umarmt und habt ein ganz schönes Wochenende. Eure Sabine Michel.